finde immer noch Konfetti. Das kann nicht sein. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Unboxing der Anime Box. Und im Gegensatz zur Kings Box ist die Anime Box sehr, sehr flach. Aber auch das freut mich, denn eine flache Anime Box, da werden schöne Dinge drin sein. Hoffentlich. Ich hoffe es doch. Ne? Die Größe einer Box sagt nicht unbedingt immer was aus über den Inhalt. That's what she said. Was? Ja, wir haben Artikel drin. Viele Artikel, hoffentlich. Schöne Artikel. Oh ja, ich sehe schon. Es sieht doch ganz vernünftig aus. Wir fangen mal an mit dem weißen T-Shirt. Kingsloot. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Warum macht ihr weiße T-Shirts in die Lootbox? Es gibt so ein paar Gesetze, die man beachten muss auf dem Markt. Ich habe bei der letzten Kingsloot schon über das T-Shirt gemeckert, weil das farblich vom Motiv her etwas matschig war von der Grundoptik her, aber trotzdem schön. Oh, das ist aber ein tolles Motiv hier. Das sehe ich schon. Ich kenne dieses Motiv und ich finde das großartig. Und damit sei euch das weiße Shirt auch entschuldigt. Aber schaut euch das mal an. So, das ist jetzt der voluminöse Mike in dem weißen T-Shirt. Wie sieht das aus? Genau. Genau. Wenn ich jetzt noch eine weiße Wand im Hintergrund hätte, dann wäre ich verschwunden. Ihr würdet mich nicht mehr sehen. Ihr würdet nur noch so ein Bart und so. Ja. Es ist ein Totoro-T-Shirt mit einem fantastischen Motiv. Ich mag dieses T-Shirt extremst gerne. Ich finde dieses Motiv großartig. Finde ich richtig, richtig großartig. Das wäre auf schwarz wahrscheinlich nicht gegangen. Ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit dem T-Shirt jemanden sehr, sehr glücklich mache. Ja. Auch wenn es weiß ist. Bin gespannt, ob die Person das tragen mag. Ich werde es so nicht tragen, weil es weiß ist. Aber es ist ein wunderschönes Totoro-Motiv. Und das habe ich bei dem anderen Video vergessen. Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Aber das T-Shirt ist weich. Aber das T-Shirt in der Kingsloot, das war bestimmt auch weich. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es weich war. Wir haben einen Artikel zu Fairy Tail. Und zwar ist das wieder so ein Schlüsselding. Da könnt ihr euren Schlüssel reinstecken und dann wisst ihr immer, dass das euer Schlüssel ist. Sowas macht sich gut, wenn ihr, ja, keine Ahnung, Bodybuilder seid oder Trucker oder sowas. Dann ist so ein Schlüssel, so eine Schlüsselabdeckung total geil. Ja. Oder Türsteher oder so. Wachmann irgendwo. Irgendwas, ne? Ja. Finde ich aber ziemlich süß. Also gefällt mir. Vor allem ist eine Katze. Katzen sind cool. Ich finde den cool. Und wenn ihr Trucker seid und das Ding an eurem Schlüssel habt, dann finde ich euch noch großartiger, als ihr sowieso schon seid. Ihr coolen Typen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Artprint. Von Philipp Zukowski. Macht er nicht Kinderlieder? Nein, das war Rolf Zukowski. Freiberuflicher Illustrator aus Hamburg. Digitale Kunst. Farbenfroher Kolorationsstil und Liebe zum Detail. Wie sieht das aus? Jo. Monkey. Dragon Ball Artprint. So sieht das aus. Ein Kunstdruck auf schönem festem Papier von The Dragon Ball. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist das Vegeta? Wie geht er denn vorbei hier? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall im Charakter. Ich vermute mal, es ist Vegeta. Ja. Und das ist halt wieder so Artist-Series-Dings, ne? Da war ich auch schon mal mit dabei. Kunstdruck, Artist-Series und dann sieht man hier so, ne? Wisst ihr Bescheid. Also das ist hier Kunstdruck. Könnt ihr euch an die Wand klatschen oder so. Macht damit, was ihr wollt. Dann haben wir ein Federtäschchen. Nein, das ist kein Federtäschchen. Das ist eine Brieftasche für eure Münzen. Da könnt ihr nur die großen Münzen reinmachen. Ihr seht schon, für große Münzen. Das ist gedacht, das ist der Vierer Dragon Ball. Wir wissen ja, ne, inzwischen habe ich erfahren, dass der Vierer Dragon Ball den Kollegen da an seinen Vater erinnert oder an seinen Opa. Ich weiß gar nicht schon. Ich habe schon wieder vergessen. Aber er ist auf jeden Fall ein wichtiger Dragon Ball, weil er halt eine gewisse Erinnerung weckt. Ne, und so, und das ist wichtig. Ja, das ist halt einfach eine Federtasche. Die könnt ihr halt... Wie komme ich denn schon auf Federtasche, Mann? Das ist eine Moneybank. Nein, auch das nicht. Was rede ich denn für einen Unsinn, alter Schwede? Das Ding ist für Geld. Hier habt ihr die Rückseite. Da steht drauf Dragon Ball, würde ich mal behaupten. Ihr habt auch das Ding hier finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ihr es scharf sehen könnt. Und dann habt ihr hier so einen Reißverschluss. Und dann könnt ihr so machen. Dann geht das Ding auf. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Geld reinzupacken. Scheine, Kleingeld, Personalausweis und Impfpass passen da eigentlich nicht rein. Hier haben wir noch ein schönes Tütchen mit, da ist so ein Zeug drin, das soll Feuchtigkeit entfernen. Also dadurch wird das nicht feucht. Falls euch
beim Drachenball ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Es ist, ich habe es jetzt falsch rum reingepackt, aber ist egal, ihr versteht, was es ist. Ja, es ist ein Dragon Ball, eine Dragon Ball Portemonnaie. Portemonnaie, Geldbörse, you name it. Portemonnaie und Geldbörse. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Dann haben wir hier drin einen Anime. Quatsch. Ja, heute habe ich es richtig mit den falschen Worten, ne? Ist natürlich kein Anime. Anime ist so, wenn es bewegt ist. Zeichentrick und so. Das ist natürlich ein Manga. Manga. Ah, ich sollte solche Videos nicht immer direkt... es ist halt einfach zu früh. Ein Manga. Worum geht's hier? Gewalt. Ich sehe Gewalt. Ich sehe Blut ohne Ende. Ich sehe Gewalt. Ich sehe Text. Warum so viel Text? Was ist denn da los? Die haben es nicht zu Ende gezeichnet. Haben es nicht zu Ende gezeichnet. Am Ende haben sie nur noch gesagt, komm, schreib den Rest einmal auf. ich darf euch das gar nicht zeigen, weil das so heftig ist. Aber es scheint ganz interessant zu sein. Worum geht's? Sino Ellis. Nummer 1 von Sino Ellis. Ellis kommt aus einer normalen Familie, geht auf eine normale Schule und hat sich ganz normal verliebt. Oder doch nicht? Eines Tages hat Alice einen komischen Traum, in dem sie zwei komischen Puppen begegnet, die sie fragen, was sie sich von ihrem Leben wünscht. Zu ihrem Unglück weiß sie nicht, dass ihre Antwort ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Ein grausames Spiel um Leben und Tod beginnt. Das klingt doch sehr gut. Das ist ein Manga, freigegeben ab 16 Jahren, steht hinten drauf. Es ist ein Fantasy-Manga. Und ihr seht schon anhand des Covers, dass das blutig zur Sache geht. Finde ich gut. Mehr Blut, mehr Gekröse. Das brauchen wir. Dann haben wir, guck mal, und auch das T-Shirt hätte doch auch gut auf schwarz funktioniert. Ihr habt es doch auf dem Sticker auch hingekriegt. Wobei es etwas düster wirkt, muss ich zugeben. Also vielleicht wäre da ein dezentes Rosa nett gewesen. Das hätte ich sogar getragen. Ein rosanes T-Shirt. I dare anyone to put a rosa T-Shirt into his Lootbox. Nein, mach das mal. Mach mal ein rosa Pink Shirt. Lasst uns das mal machen. Ein pinkes Shirt in eine Lootbox. Hätte ja auch gut gepasst. Warum auch nicht? Warum? Man muss ja auch nicht immer alles, ne? Es gibt auch, gerade im Anime-Bereich gibt es auch genug Leute, die sich auch mal was trauen. Ja, achso, das ist, wir brauchen ja noch gar nicht die Spoilerkarte, wir brauchen ja erstmal den letzten Artikel aus dieser Box und das ist, was ist denn das? Von Bandai. Das ist ein Card Game. Ah, ein Card Game von Bandai zu Evangelion, ne? Kennt ihr Evangelion? Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist das mit dem großen Roboter hier. Der ist hier irgendwo auch drauf. Da, ihn sind hier. Neon irgendwas. Ja, und das sind Kartenspiele. Und so wie es aussieht, ist hier auch die deutsche Sprache zumindest vertreten. Ich weiß eigentlich nicht, ob die Karten alle auf Deutsch sind. Hier, so sieht das aus. Ich packe das jetzt nicht aus. Da sind auf jeden Fall reichlich Karten drin. Na? Da habt ihr dann richtig viele Karten. Ob ihr gute Karten habt, das weiß ich nicht. Aber ihr habt auf jeden Fall gute Karten, wenn ihr euch eine Anime-Box holt. Ja, denn es ist eine sehr, sehr coole Box und ihr seht schon, selbst als totaler Anime-Trottel wie ich, der überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, ja, kommt er einigermaßen mit den Sachen klar. Auch wenn man natürlich wieder mal, es ist keine Moneybank, es ist auch keine Federtasche, nein, es ist ein Portemonnaie. Und auch das hier ist natürlich ein Manga und kein Anime. Also selbst wenn man mit den Begrifflichkeiten nicht ganz klar kommt, man kann die Sachen alle kennen. Auch Fairy Tail kennt man, Dragon Ball kennt man, Totoro sowieso, Evangelion hat man schon mal gehört. Also Kinder, was soll ich sagen? Na, wir haben den Manga, wir haben das Portemonnaie, die Keycover, wir haben das Evangelion Card Game. Der Pro-Artikel ist übrigens das Portemonnaie. Portemonnaie, Portemonnaie, Portemonnaie. Geldbörse, die Geldbörse. Manche können ja mit dem Wort Portemonnaie auch nichts anfangen. Geldbörse. Geldbörse. Hab ich schon erwähnt, das ist eine Geldbörse. Es ist übrigens eine Geldbörse. Ja? Nur, dass ihr das wisst. Es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass das eine Geldbörse. Ja, ich habe das in 3 Sekunden wieder vergessen. Pro-Artikel ist auf jeden Fall hier der Art Print. Und der weitere Pro-Artikel ist die Geldbörse. Das heißt, ihr habt 2 Pro-Artikel. Ist das richtig? Entweder ist ein Druckfehler oder ich weiß es nicht. Die nächste Box hat das Thema Batman and Friends, so wie es aussieht. Also nicht die nächste Anime-Box, sondern die nächste reguläre Box. Ja, die könnt ihr noch bis zum 28.02. bestellen. Das war leider schon. Das heißt, ihr könnt die nächste Box nicht mehr kriegen. Aber die Anime-Box könnt ihr noch bekommen. Die nächste Anime-Box kommt im April und die könnt ihr jetzt noch bestellen.
Bis Ende März könnt ihr die noch bestellen. Das heißt, die Anime-Box, da habt ihr alles richtig gemacht. Für die reguläre Kings-Box hättet ihr jetzt schon bestellen müssen. Oh. Ja. Ich finde die Box relativ cool. Mir gefallen die Artikel soweit. Jo. Was sagt ihr? Ist gut, oder? Ja, alles klar. Gut. Unter der Videobeschreibung ist ein Link. Führt zu der Webseite. Könnt ihr nichts falsch machen. Könnt ihr aus einer Box bestellen. Ansonsten Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Ich bin raus an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich weiß, ich hatte sehr viel Spaß. Geldbörse! Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ha. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike. Das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.